Hau ab. Okay, also den Treibstoff will er nicht. Der Treibstoff ist doch aber der, den ich brauche für mein Jetpack, oder? Ja. Das ist so. Okay, warte. Dann wechsle ich jetzt erstmal die Sprungschienen wieder. Ganz kurz. Das bedeutet, ich habe hier einen Denkfehler drin. Und das heißt jetzt zum Beispiel, dass diese Gummidinger hier vielleicht gar kein Gummi produzieren sollten, sondern einfach Treibstoff. Aber ich check das echt nicht. Aber genau, warte, Kanister sollen da ja auch gar nicht rein. Warum? Da ist nichts drin. Warum ist da nichts drin? Also, es wird von hier transportiert. Ja, das sieht aus, als wäre das hier so ein Ort für so eine Pumpe vielleicht. Probieren wir das doch mal. Jetzt habe ich aber natürlich nirgendwo mehr einen freien Mast. Das heißt, ich setze hier noch einen zwischen, entferne die Verbindung, lege sie um diese Ecke. Es ist einfach so krass, dass hier nichts ankommt. Hä? Also, an der Stelle ich gehe kaputt. Okay, warte mal. Vielleicht wäre es ja mal sinnvoll. 0,3 von 2. Es geht irgendwie schon wieder nicht weiter. pro Minute. Wie viel kommt denn hier raus? Gott. Gut, also die Methode, die Schwerölrückstand, die Methode hier, die bringt uns nichts. Ich meine, das sammelt sich hier an. 60 pro Minute, was kommt hier rein? Füllrate. Ja, da kann ich eigentlich nicht viel ändern. Aber da kommt halt nicht wirklich was bei rum. Okay, also. Dann machen wir das jetzt mal so, wie ich das gesagt habe. Wir machen da jetzt Treibstoff. So. Und dasselbe hier neben auch. Treibstoff. So, das heißt,
Das heißt, das Gummi wird dann gleich irgendwann aufhören und dann kommen da diese lustigen blauen Steine bei rum. Dieser Kram. Polymerharz. Polymerharz. So. Und jetzt ist es aber so, dass ich den Abfluss hier nicht mehr brauche. Was produziert das Ding jetzt? Das produziert, genau, Sprit und das Harz. Mit dem Sprit kann ich nichts anfangen, weil das ja hier die Rest-Dingsbums-Menge ist. Ja gut, vielleicht sollte ich dann hier einfach überall dasselbe machen. So, hier. Nein, nicht. Nein, nein. Nein, nein. Du machst richtigen Treibstoff. Und du auch. Pam. So. Jetzt muss ich nur diesen Tank hier entfernen. Das heißt, ich kann diese Raffinerie hier auch entfernen. Jetzt kann ich diesen großen Kanister hier wieder, also dieses Ding, den Tank, hier wieder dazwischen setzen. Denn jetzt kommt hier der Sprit raus. Und wird dann wie vorher auch, also wie es hätte vorher sein sollen. Was will er? Rohrnetze mit verschiedenen Flüssigkeiten. Ja, das, habe ich irgendwie befürchtet. Kann man das hier nicht? Hier dasselbe. Wie kann das denn sein? Was ist hier drin? Leute, was ist denn hier los? Gesamtes Rohrnetzwerk. Raus. Oh, ist das ein Abfuck?